Hallo Freunde und willkommen zurück, beziehungsweise zu einem kleinen Übergangsvideo. Da jetzt seit wenigen Tagen die Tombs of Terror, also das neue Solo-Adventure online sind, habe ich mir gedacht, spielen wir das doch mal auf heroisch. Ich habe aktuell nur Kapitel 1 freigeschaltet, weil ich nicht genug Gold habe und ich kein Geld in Hearthstone reinsetze. Ja. So, wir haben genau zwei Charaktere, die wir spielen können. Achso, nee, einen Charakter. Okay, ja, gut. Wir müssen theoretisch Chapter 2 freischalten, dann könnten wir Mr. bzw. Sir Finlay spielen. Aber so sind wir auf Reno Jackson angewiesen. Ich habe schon einen Run, glaube ich. Ja, es war nur ein Run. Mit ihm gespielt. Ne? Sechs Bosse dabei besiegt. Wir können auswählen. Wählen wir Reno's Head. Oder, was ein ziemlich guter Spell ist eigentlich. Ich meine, einem Diener plus 2 und 2 Spell Damage geben ist ziemlich cool. Aber das Lasso von ihm ist ziemlich nützlich. Ne, 2 Mana, 3-2 Karte. 3-2 Waffe, wohlgemerkt. Und steht dem Gegner eine Karte. Wohlgemerkt aus der Hand. Sprich, der Gegner muss. Wir klauen dem Gegner wirklich Ressourcen, was immer gut ist. Und ansonsten habe ich keine weiteren Decks oder so freigeschaltet. Weaponized Wasp. Upgraded Fauna. One damage to an enemy minion for each beast you control. Ach stimmt, ich glaube, das Ding hat vorher 4 Mana oder 3 gekostet. Deshalb ist das jetzt im Hard Mode die Upgraded Variante. Ich habe es im Easy Mode ehrlich gesagt auch mit einem Run geschafft, das Chapter abzuschließen. War ich ein bisschen überrascht, aber ja, mal gucken. Sehr schön. Damit starte ich gerne in Hand. Behalte ich Pilfer auf der Hand? Nee, ich behalte Pilfer nicht auf der Hand. Ich habe das Babbling Book, ich habe das Lasso. Und ich habe den Mana Edict. Der ist ziemlich gut. Ja, und in den Tombs of Terror haben wir immer einen Twist drin. In diesem Falle, wir haben, ich glaube in diesem Falle, also im ersten Level, beziehungsweise beim ersten Boss einen, beim zweiten zwei und so weiter. Karten in dem Deck, die werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Die sind ein bisschen merkwürdig. So. Wir brauchen die Board Control. Beast will ich dem nicht geben. Beast sind zu gut. Ja. Professionell, würde ich sagen. Nett, nett. Der hat nochmal Beast auf der Hand gehabt. Das ist uncool. Hier, Surprise, Murlocs. So, hauen dich einfach. Ja, wir beschwören halt einen Murloc und ziehen dann eine neue Karte. Und das werden halt später immer mehr. Das ist deine Win Condition. Der Dude. Seriously. Der war ja in einem Beast Druid schon noch nie gut. Gut, Beast Druid selber war noch nie gut, aber das interessiert jetzt keinen. So. Ja, ich habe das jetzt mit der Hero Power gemacht, einfach weil wir für eine andere Heldenfähigkeit mehrere Combo-Effekte aktivieren müssen. Und das zählt dazu. Demnach. So. Gegner überspringt seine ersten zwei Züge, ist ziemlich cool. Aber je nachdem. After you cast a spell, put a minion from your deck to the battlefield. Das klingt ziemlich broken. Vor allem, wenn man wenig Battlecry-Diener hat. Also Kampfschrei-Diener. Wir haben einen und zwei.
Ich weiß nicht, normalerweise in. Nee, Quatsch, nicht die Cloak of. Es gibt noch eine andere Cloak, auf Diminishment oder so heißt das Ding. Von wegen, wenn wir einen Spell ziehen, also einen Zauber, dann kostet der für den Zug kein Mana, was ziemlich gut ist. Lunas Pocket Galaxy nehme ich. Vor allem sollten wir diesen Cloak nochmal kriegen. Gab schon sehr nützliche Züge damit. Ne, so nach dem Motto, hey. Zug 1, die erste Karte, die du ziehst, Lunas Pocket Galaxy. Alle Diener kosten nur noch ein Mana. So, dich kann ich vielleicht aus dem Deck ziehen. Oh, meine beiden Battle Coordinator. Nice. Jetzt waren es nämlich, glaube ich, schon. Ja, jetzt waren es zwei Karten. Beim nächsten Mal sind es dann drei und so weiter. Das Problem ist, der Typ setzt natürlich auf den Malox, demnach ist das sehr unangenehm gegen ihn. Das tut mir jetzt echt leid, dass ich mein Lasso gezogen habe. Oh, Malox. Schade, dass sie die Murlocs genervt haben. Früher haben Murlocs auch die gegnerischen Murlocs gebufft, das war mal lustig. Ich hatte zwar gehofft, Anubarak einfach aus meinem Deck zu ziehen, aber. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Oh, sehr schön, wenn der Gegner nichts machen kann. Kann ich auch noch was anderes als Tiny Fins ziehen? Wäre voll höflich. Ja nicht sagen, aber theoretisch kann er jetzt komplett nur mit. Okay, er spielt den. Gut, ich habe nichts gesagt. Das rettet dich nicht. Hi. Habe scheinbar keine Diener mehr im Deck gehabt. Auch die, ne? Am besten irgendwie Death Rattle, also Todesröcheln, wie es im Deutschen heißt. Oder Passive. Kral möchte man eigentlich nicht ziehen. Das auch nicht. Octosary könnte mir echt das Spiel verderben, eigentlich. Aber gut, interessiert mich nicht. So, wir haben Spaß. Ich weiß nicht, warum zwischendurch einfach mal der Ladescreen hängt, aber verstehe ich nie. Werde ich wahrscheinlich auch nie herausfinden. An sich haben wir sogar mit unserer passiven und Lunax Pocket Galaxien. Dich, Anubarak. Einfach nur fick dich. Na, wenn sie Spells castet, ist halt sehr uncool. Naja. Na, da kannst du zumindest ein bisschen tanken. Danke. Jetzt müssen wir gerade gezogen. Seriously, Spiel. Lass das. Schon besser.
Okay. Jetzt nur bedingt verstanden. So, machen wir das mal so. Train da rein und du gehst einfach mal face. Wow. Was für Züge der Gegner hier raushaut. Machen wir uns einfach mal ein bisschen Spaß. So, und tschüss. Das war ja jetzt voll kompliziert. Wie gesagt, wenn wir unsere dicken Diener schnell ziehen, ist ziemlich cool. Ich kenne keine dieser Karten. Destroy a Minion, gain double its attack and health. Das ist ziemlich cool. Mit unserer Passiven halt scheiße. Murkys Battlehorn. Die Murlocs. Schwören und den Rush geben ist ja scheiße. Choose a Minion. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ich glaube, ich die Krusty the Krustachin Station. Whatever. Das Vieh nehmen wir. Mighty Minions. Mighty Minions mit unserer Passiven ist awesome. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich jetzt Gruul rausschmeißen kann. Gral, nicht Gruul. Gruul ist ein anderer Charakter. Oder Lunas Pocket Galaxy. Weil die bringt uns echt nichts. Brauchen günstige Spells und dicke Diener. Fick dich. Das sind halt drei Spells in einem. Das kann mir so einen dicken Diener nochmal neu beschwören oder so. Will ich ihn oder will ich Syndragosa? Mein Syndragosa ist der dickere Diener, aber er kann halt mehr. Ach komm. So. Und ganz ehrlich, ich habe bei dem halt echt Angst, dass der mir das komplette Deck einfach durchzieht. Was halt genau sein Effekt ist. Der Winged Guardian. Ich ganz viele Viecher, denen ich nie begegnet bin. Set a Minions Attack and Health to 3. Okay, also vom Prinzip her. Ich habe den Namen von dem Zauber vergessen. Es gibt auf jeden Fall einen Zauber, der genau das macht und einen Diener, der das als Battlecry hat. Und das für 0 Mana. Unhöflich. Also entweder hat er ein sehr kleines Deck oder er will einfach nur unser großes Deck kontern. Zumindest Silence, der keine Diener. Das wirklich Winged? Nicht Winged? My life is a lie! Gehen wir wieder ins Deck. Ich meine, aktuell habe ich nicht den Effekt, dass ich Zauber, die ich ziehe, für gerade für umsonst spielen kann, also für 0 Mana. Trotzdem ist das assi. Das ist cool schon wieder. Na, zumindest können wir den nicht mehr aus dem Deck ziehen. Solche Diener hast du also. Bist du ekelhaft. Seriously, Spiel. Stop it. Natürlich. Weil das Ding ist noch ein zusätzlichen Removal. Sprich, wir hätten das Viech einfach auffressen können, wenn wir den gezogen hätten. Na, okay, er hat sehr kleine Diener. So, was wird jetzt zu dem Dreier? Wahrscheinlich der hier, oder? Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Danke. Wenigstens mal etwas Vernünftiges aus diesem Deck. Komm da mal durch, ey. Na, ist für ihn ein Klacks. Aber das gefällt mir übrigens sehr gut. Aha. Scheiße. Einen viel schlechteren, den hätte ich nicht kriegen können, ne? So. Aber keine Elementals überhand. Suchen wir uns mal eine Waffe aus. Ich habe keine Dämonen. Das ist nützlich. Es einfach erstmal so. Mein klar ist, er wird jetzt gleich sein Ei buffen und den kaputt machen. Dadurch auch halt auch einen 5-5er beschwören, aber wir kommen durch. Wer bufft den? Dann hätte er zwei auf einmal gebufft. Nö. Er ist nicht so greedy. Erstmal so. Ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte. Das ist lustig. Anubarak ziehen und Anubarak aus dem Deck holen. Und klar, er kann einen Diener von uns echt verkrüppeln, aber trotzdem bringt ihm das nicht viel gegen das Deck. Toll. Tja, der soll mal einen Anubarak fressen. Das wäre lustig. Oh, geh weg. Keiner mag dich. Ich kenne dich zwar noch nicht, aber. Also, ich kannte dich bis gerade noch nicht, aber ich mag dich nicht. Kaligos verliert zwar seinen Battle Cry, hat aber trotzdem einen ziemlich guten Effekt. Ich glaube fast, ja, das ist entsprechend, was wir haben wollen. Sinkhole. Shuffle Sentry Material Opponents Deck. Source Cards when drawn. Dagegen habe ich auch schon mal gespielt. Allerdings war es, glaube ich, der zweite Gegner oder so. Und das war an sich eigentlich kein komplizierter Kampf. Es war halt einfach nur schnell sein, ne? Das ist eine schöne Karte, eine schöne Hand. Ich kann am Anfang Babbling Brook spielen. Nächste Runde mit Pilfer und Krusty kann ich ein bisschen machen. Oder ich friss halt einen von seinen Dienern, je nachdem. Das Problem ist, er frisst halt unser Deck auf, was ein bisschen unangenehm ist. Ich mach das so. Ja, lol. Nice. Es wird immer besser hier gerade. Ach, stimmt. Der hat ja so einen Scheiß, der Arsch. Das ist aber ziemlich gut eigentlich. Hat irgendwer Murlocs bestellt? Ich nicht. Karten her. Ja, hier sowas zum Beispiel. Das ist echt unangenehm. Hoffen, er hat sowas gerade nicht nochmal auf der Hand. Er hat nochmal ein Board clear.
Dann kann ich leben. Syndrogosa brauche ich jetzt nicht auffressen. Ich glaube, der hat auch gar keinen einzigen Diener im Deck. Außer halt die Murlocs. Die fresse ich sehr gerne mit Krabben auf. Spielen. Das ist, was man normalerweise damit macht. Aber ich sichere mir jetzt einfach nochmal zwei Diener. Gut, er war jetzt nicht der Beste, aber mit Anubara kann man immer arbeiten. So. Ich würde sagen, wenn er jetzt nichts mehr hat, gut, er hält sich für 12 Leben. Aber, oh, das war's, würde ich sagen. Was noch? Lass mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Läuft doch. Gut. War jetzt bisher nicht kompliziert. Das Problem ist so, der sechste, siebte Boss und so, die sind immer fies. Der achte ist eigentlich auch darauf ausgelegt, dass man ihn nicht im ersten Durchlauf besiegt, übrigens. Meine Diener. Wie viel muss ich die spielen? Das ist Käse. Also habe ich, glaube ich. Ja, gut, ich habe ein paar Death Rattle Diener, ne? Mal ist einer. Anubarak habe ich drei Stück von. Das sind aber auch eigentlich schon alle wieder. Ah, Captured Flag. Jetzt einfach nochmal draufhauen. Ah, Bob ist wieder da. So. Vielleicht können wir auch endlich mal das Pocket Galaxy aus dem Deck schmeißen. Oder ziehen einfach mal einen Kaligos aus unserem Deck. Also im Sinne von beim nächsten Mal, wenn wir ein Spell spielen. Das ist ziemlich gut. Was haben wir hier? Add all minions to your adventure deck, the one less. Das sind keine Diener, die ich aus meinem Deck ziehen will, also nein. Nicht, dass ich das bräuchte, aber. Ganz ehrlich, du kannst mal raus. Brauchen wir noch einen Anubarak übrigens? Ich würde sagen, wir können nicht genug Anubaraks haben, oder? Na, das habe ich schon. Dem bin ich schon ausgewichen. Oh, Tumba. Entire Treasure Hunter. Costs too less. Das könnte unangenehm werden. Aber er hat nicht unseren Vorteil. AKA. Unsere Passive. Mal gucken, wie er sich schlägt. Ich behalte Kral jetzt sogar mal auf der Hand. Einfach weil. Meiner Meinung nach sinnvoll. Und übrigens, die Captured Flag zählt für wirklich alle Diener. Also alle unsere Diener. Egal, ob wir die aus dem Deck ziehen, ob wir die aus der Hand spielen. Hier, solche Diener werden auch zu 1-3ern. Finde ich nützlich. Ne? Ihr seht, was ich meine.
Ich sag da nichts mehr zu, ne? Überfluten wir den Gegner einfach mit 2-2er Tiny Fins. Na gut, dass er ein Rogue Deck spielt, war zu erwarten. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Seriously, Krusty. Und wieder. Theoretisch muss ich versuchen, meine schwachen Diener zu traden, sodass er gezwungen ist, meine starken Diener zu zerlegen. Toll. Was nehmen wir denn? Ist scheiße. So da rein. Problem ist, die Dinger kosten 0 Mana. Demnach wären Effigy auf die echt scheiße. Natürlich. Fick dich doch, Spiel. Ja, das hast du gut erkannt. Danke für diesen Pirate. Ne? Ich weiß nicht, der benutzt irgendwie seine Heldenfähigkeit gar nicht. Okay. Multishot. Natürlich. Gut, hat ihm jetzt nicht viel gebracht. Aber zumindest dann. Ich wollte gerade sagen, aber zumindest Anubara kann er killen, aber hat er keine Lust drauf. Komm, gib mir deine Karte. Eine von deinen zweien. Ja, Lens Portal. Das ist eine Karte, die ziehe ich zwar lieber aus dem Deck, aber wenn er ihn fressen will, ne? Lustig ist, eigentlich ist Ghoul Kralian 2-2er. Durch das Banner. Ist er ein 3-3er gewesen und hat den durch das Banner verstärkten 9-9er nicht kennengefressen. Ergo, er hat effektiv gecheatet. Beziehungsweise hat er den Dingens doppelt bekommen. Den Effekt vom Banner. So. Death by Shark. Boah, irgendwie funktioniert dieses Deck. Ich finde es persönlich sehr lustig. Ja. Gerne. Beim Shadow of Death ist ziemlich broken, wenn man das zum Beispiel auf Maligos, Kalegos oder Visage zum Beispiel draufsetzt. Ich habe gar nicht geguckt, was unser Gegner kann. Ja, hier sehen wir es. Die Plague Lords, die Endgegner von diesen Runs, sind sehr heftig und man sollte sie über mehrere Kämpfe zerlegen. Na, der Hunter. Kein Kommentar. Shadow of Death behalte ich mal, damit ich es irgendwann zwischendurch mal spielen kann, wenn es Sinn macht. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, passive Twist. Ja, danke. Sind noch ein paar mehr. 2, 4, 6, 10, 12, 14 sogar. Eieiei. Two damage to a minion and gain 2 bonus damage. If it dies, lose a bonus damage. Okay. Das Ding war sehr bescheuert. Beschrieben. Vom Prinzip her, er fügt einem Diener 2 Schaden zu. Und solange er den Diener dadurch nicht tötet, wird der nächste Einsatz dieser Fähigkeit einem Diener 4 Schaden zufügen. Muss man auch mal hintersteigen, aber gut. Komm, zieh mir was Gutes. Das ist jetzt das dritte Mal in diesem Run, dass wir Krusty gezogen haben.
Scheiße. Gut, ich würde sagen, verarschen die Gegner mal. So, viel Spaß. Ja, er kann natürlich entsprechend, wenn er es gut einsetzt, kann er halt sehr schnell richtig viel Schaden an unseren Dienern machen. Danke. Oh, spielen wir den für umsonst und holen mal Kral raus. Vielleicht frisst er ja sogar einen von denen. Nee. Das ist böse. Das macht richtig schön viel Schaden. Ja. Und jetzt hat er den wieder zurückgesetzt. Lief dadurch. Wow. Danke, dass ich diesen Zauber spielen darf. Das hat sich richtig gelohnt. Ja gut, ne? Das habe ich auch gemerkt, danke. Das ist übrigens der Plague Lord, der hier alle Dingens killen will. Der uns töten will am Ende. Schon mal von einem 14-4 Shark gefressen worden. Wenn ich noch das Ding hätte von wegen Battle Cries, Trigger Twice. Wenn es das hier gibt, das wäre ziemlich übel. Map of Uldum ist halt ziemlich cool. Wenn man die am Anfang der Ex am Anfang des Kampfs in der Hand hat. Oh, Gyrocopter, Rush Death Relief, Damage to all enemy Minions. Das Viech ist sehr schön zum Rausziehen. Ja, der Wish ist super gut, kann man sagen. Aber. Nee. Nee, nicht. Nicht noch mehr. Ja, komm, höhere Chancen, Madigos aus dem Deck zu ziehen. Weil der mit Spaß 5. Bitches. Weil dann werden selbst die Razor Petals werden ziemlich böse. Yep. Hört ihr das mal besser? Der Typ ist ein bisschen ätzend. Der ist am Anfang, wie ihr seht, immun. Und kriegt nur dadurch Schaden, dass Murlocs sterben. Der Vorteil ist, er beschwört Murlocs aus seinem Deck. Ich beschwöre Murlocs aus meinem Deck. Womit wir direkt mal anfangen könnten. Genau das ist der Plan. Kannst du irgendwas spielen? Konnte er sogar. Ja, wo wir beim Thema wären, ne? Da werde ich jetzt aber gerade nicht spielen, weil ich Murlocs töten muss. Stimmt, der hat ja Fool's Bane im Deck. Macht halt keinen Unterschied, ne? Soul and Steel.
das war das eigentlich ganz lustig. Lumaligos. Das ist schön. Fick dich. Seriously. Fick dich. Art. Naja. Das wird jetzt schön. Den erstmal da rein. Den da rein. Wir würden theoretisch zwei Murlocs aus unserem Deck ziehen, aber gewinnt nicht. Weil verdammt, ich hätte erst Krusty spielen müssen, weil dann hätte ich mehr Angriff ziehen können. Ich und dich. Und einfach um dir noch ein bisschen Schaden zu machen, kriege ich meinen eigenen Diener. Außerdem gibt es einen Bonus-Effekt, also einen Combo-Effekt. Das ist sehr unhöflich. Wollte ich mal gesagt haben. Denk mal, ich werde jetzt Shadow of Death einfach auf Anbach spielen. Spell Damage wäre jetzt cool zu ziehen. Dann machen wir es halt so. Weiß gar nicht, ich glaube bei 200 Leben wechselt er dann die Heldenfähigkeit. Mega Finn. Also noch ein. Nee. Ich könnte natürlich jetzt Arsch sein und Mega Finn einfach verwandeln. Würde mir aber gar nicht mal so viel bringen. Ich mach's aber, glaube ich, trotzdem. Mach ich's trotzdem? Nö. Ich friere den einfach mal ein. Auch irgendwer Anubarax zufällig. Ich hab da so ein paar abzugeben. Nur nicht an den da. Je mehr Murlocs er er spielt, desto weniger kann er vernünftig spielen. Die meisten Murlocs sind halt effektiver, wenn sie gespielt werden, statt wenn sie geschworen werden. Jetzt bräuchte ich einfach mal einen Flamestrike. Aber ich habe keinen Flamestrike im Deck. Ich bräuchte einen Decktracker. Ja, ne? Als erstes. Fangen wir damit an. Sie ist mir eine Karte. Dann jagen wir dich so in den Tod. Immer einfach schön das Board clearen. Ich glaube, im normalen Modus hat er sogar 5 Schaden gekriegt dadurch. Eieiei. Den kannst du nicht nutzen. Zumindest nicht effektiv. Schaden kann ich theoretisch fressen, macht aber trotzdem wenig Sinn. Warte mal.
So, Murlocs töten. Ich meine, ja, die beiden kommen noch mal wieder, Reborn, aber solange der die jetzt nicht wieder bis zur Unendlichkeit buffen kann. Ja, 3 Angriff, damit kann ich leben. Ja. Das jetzt ist eine sehr uncoole Fähigkeit. Denn solange er sein, er tradet, ist alles gut. Ja, kommst du auch endlich mal. Dankeschön. Du gehst da mal rein. Ich nehme die 4 Schaden, damit kann ich nämlich sehr gut leben. Kills den. Brauche nur noch irgendwas, womit ich die aus der Hand spielen kann. Das wäre ziemlich cool. Das ist nicht gut, dass der damit meine Murlocs fressen kann. Frage ist, sich ihm jetzt einfach mal mit dem schwachen Board hier alleine. Jo. Face. Weil gibt ihm weniger Möglichkeiten, interessant, dass der trotz dass ich ihm Murlocs auf dem Feld habe, seine eigenen Murlocs dafür tötet. Ist der doof? Naja, ich beschwere mich nicht. Deswegen kriegen wir 2 Mana-Diener. Das gefällt mir. Der gibt mir auch ein bisschen Rüstung zumindest. Summon an Ubarak. Jawohl, ja. Hast du einen Flamestrike für mich in der Hand? Das ist kein Flamestrike bei. Ich werde, wenn dann, nur eine Waffe ziehen. Und Diener aus dem Deck holen. Die 4 Schaden kann ich theoretisch fressen. Es nicht sinnvoll wäre, die 4 Schaden zu fressen, wenn ich stattdessen nur einen fressen kann und mehr erreiche. Er bufft jetzt alle Murlocs, halt auch entsprechend meine. Ich buff meine Diener alle nochmal. Schwache 2-2er kann ich ignorieren. So, er aktiviert seine Fähigkeit. Er ist. Ich wusste, dass er Old Mokka im Deck hat, aber musste der den jetzt rausziehen? Das war schon Arsch. Hallo Blizzard. Ach ja. Oh. Das. Ja, du wechselst jetzt nochmal deine Heldenfähigkeit. Was machst du jetzt eigentlich nochmal?
ja. Shuffle all minions into your deck. After Murloc dies, reduce this cost by zero. By one. Ja, das ist ein bisschen uncool, weil der jetzt mein komplettes Board clearen kann einmal. Danach kostet das Ding plötzlich wieder mehr. Ich wollte gerade fragen, könnte das Surprise Murlocs jetzt mal bitte aufhören? Problem ist, mein Deck ist voll. Mein Brett ist voll. Gut, das Ding kostet 11, er kann es also nicht aktivieren. Und nicht Old Murkai. Old Murkai hätte jetzt sehr weh getan. Aber wenn ich trade, ist halt Käse, ne? Wenn ich nicht trade, ist aber auch Käse. Du kriegst keine Heilung. Kalegos finde ich jetzt doof. Ich hätte lieber einen Anubarak weggeschmissen. Aber. Mein Deck ist noch groß genug, also alles gut. Okay. So, ich töte nur den. Gut, er muss halt einen Murloc eintraden, dann kann er das alles in sein Deck ziehen. Das ist sehr uncool. Aber naja. Oder er tötet mich einfach. Schade. Schade, schade. Ich habe nicht nachgerechnet. Verdammt. Ich hätte ihn töten können. Nächste Runde wahrscheinlich. Mein Plan war, in der nächsten Runde, wenn er jetzt einmal das komplette Board nochmal wiped, einfach hier die Cosmic Anomaly zu spielen. Darauf die Molten Reflection. Dann hätten wir Spell Damage plus 4. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Maligos aus dem Deck zu ziehen, wäre ziemlich hoch gewesen. So, das heißt, wir hätten dann nochmal den Damage plus 5, also Spell Damage plus 5, das heißt, wir wären auf plus 9 gewesen. Und dann Fireball, das sind zwar nur 15, ja, okay, getötet hätten wir ihn im nächsten Zug nicht, aber wir hätten ihn auf jeden Fall ziemlich hart abgefuckt. Okay, das ist sehr cool. Wenn es für alle gelten würde, wäre es noch cool. Die magische Fackel von Ringer haben wir freigeschaltet. Deal 4 Damage, Combo Shuffle, Copy of this card into your deck that deals 2 Damage, 2 more Damage. Nice. Neues Deck noch. Hellseeker. Oh. Wir haben ihm schon ziemlich Schaden gemacht. Beim nächsten Mal, beziehungsweise bei meinem nächsten Durchlauf, werde ich ihn auf jeden Fall platt machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.